Hallo, herzlich willkommen bei der letzten Folge Scribble Nots Unlimited. Ich bin ja schon fast, also nicht nur fast, ich bin tragisch gerührt, weil man hat die uns jetzt 22 Episoden lang begleitet und es ist schon also etwas, was wir jetzt langsam verabschieden müssen, aber wir können den Trauertalk gleich zum Schluss halten. Jetzt spielen wir das noch ein bisschen und widmen uns dem letzten Level hier in der Mitte. Dann haben wir nämlich überall alles achieved. Ein 100% Run sozusagen. Auf der Syntax Station. Mann, oh Mann, hier geht's ja ab. Und wir joinen natürlich bei dem Space Cowboy und Einstein oder was auch immer. So, was willst du denn Schönes? Nix. Und du? My cow tried to jump over the moon and now she is stuck out there. Bring her back inside. Ja, dann wollen wir mal, wa? Ja, die Alte hat auch Flügel, Digga. Warte, das machen wir jetzt ganz easy. Nein, wir brauchen nicht noch eine Cow. Ich meine natürlich, es ist ja da ein Cowboy da unten, ne? Und der holt die immer mit Lassos rein. Und ich... So. Nehmen die jetzt auch in der Hand. Hallo. Hallo. So, hier. Warte, wie geht denn das jetzt hier? So. Pick up. Komm mal mit, Alter. Alter. Boah, nee, die hat nicht so wirklich Bock, ne? Das kommt. Komm. Ja, perfekt. Hier, Alter. Jetzt attache ich euch. So. Oh, nee. Hier, das andere. Ach, komm. Das klappt hier irgendwie nicht. Doch. Remove. So. Mann, schon das erste Wunder hier wieder begangen. So. Wir müssen nach links, Alter, denn hier gibt's ganz viele Dinge zu erledigen. Ein Affe, der unsere Hilfe möchte. Was ist denn los hier? The student has captured the master. I'm willing to trade for his freedom. Du kriegst einfach eine huge pink gay banana. Huge pink gamey banana. Ja, so. Wir haben jetzt nämlich dafür gesorgt, dass wir wieder alle zufrieden sind. Ich weiß nicht, was Gamey heißt. Auf jeden Fall, naja, sieht so aus, als ob der da unten gammeln würde. Das ist natürlich nicht so witzig. Für ihn, für mich schon. Was möchte denn dieser Female Alien hier denn? Ich erkenne nur, dass er Female ist, weil er hat ja eine Fliege da oben, ne? Ich assume gerade quasi sein Gender. Naja. Real Humans. Give them an environment to pose in. Na klar, die kriegen einfach einen Beach, Alter. Hier, bitteschön, ein Beach. Sieht sehr beachig aus, nicht wahr? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, ey. Oho, wir haben jetzt 82 Star Rides. Was ist das denn hier? Ein Mad Scientist. Help test the blue teleporter by placing something on it. Eine kleine versteinerte Medusa. Ja, was auch immer das jetzt war, ne? Ich hab's nicht verstanden. Auf jeden Fall, die waren gerade irgendwie zusammen da oben. Brauchst du noch einen Gefallen oder was das schon? Nee, das war's schon. Okay. Aber wir müssen jetzt nach oben. Wir müssen hier hin. Denn hier wartet schon die nächste Dirne, die einen Hahn erbittet. We couldn't afford tickets, so she is threatening to send us out through the airlock. Blöde Fotze. Hier, schlaf erstmal. Hier, ihr könnt jetzt durch. Und dich mache ich jetzt übrigens noch rich.
Weil es reicht ja auch mal nicht, dass die Alte schläft. Ja, du. Okay. Ist noch irgendwie was? We hit a firefly during flight. I can't leave the ship to clean it off. Will you help? Jo, tatsächlich, da. Ha. Wie kann ich denn da jetzt am besten hinkommen? Weil hier sind ja überall... Muss ich außen rum? Wahrscheinlich, ne? Mache ich jetzt quasi die Kuh hier. So, hier, da ist sie. Skinny, long, dead Firefly. Nimm ich mit, Alter. Wisst ihr auch warum? Weil ich ein netter Typ bin. Netter, dicker, deutscher Typ. Wie man hier gut an meinem Avatar sieht. Ich finde, ich habe hier, also schon, ich bin meiner Verantwortung als deutscher Let's Player nachgekommen, indem ich das so deutsch wie möglich gestaltet habe. Bis auf, dass die Gamesprache in Englisch ist. Naja. Dazu gibt es noch gleich einen Kommentar. Am Ende übrigens. Ich bin nämlich nicht ganz zufrieden mit diesem Spiel. Ach, guck mal, hier hätte ich auch rausgekommen. Na, ganz hervorragend. Also das heißt, soll das der Mars sein oder was? Weil der Mars ist, glaube ich, nicht pink. Ich habe jetzt nicht an der NASA studiert. Kann man überhaupt an der NASA studieren? Ich glaube nicht. Aber, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Hallo, was brauchst du denn? Help me work out while I'm away from Earth. Oha, einen Female Bodybuilder. Ist das richtig? Ja. Weißt du was? Du machst jetzt mal ein bisschen Kampftraining, denn du bekommst jetzt einen Boxer da rein. Genau, eine Person. Ja. Ich muss niesen. Danke. Hier, klappt euch mal. Das ist übrigens nicht intended, dass die jetzt beide schwarz sind. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie... Ach, Jim. Hier, du bekommst deinen Jim hier rein quasi. Du bist gerade mal so groß wie die Tür, aber es interessiert ja auch nicht. So, genau. Was auch immer du da gerade machst. Irgendwie die Gestütze in der Luft. Das scheint mir sinnvoll. Und hier. I remembered the satellite, but forgot the spy gear. Will you help me? Ja, also doch. Du brauchst ja im Grunde, wie jeder... Entschuldigt, liebe Leute, es ist früh am Morgen. Du brauchst wie jeder Spion natürlich eigentlich nur ein Smartphone, weil damit kann man heutzutage alles machen. Siehste, und woher ich das weiß? Nun, wenn ich das jetzt sage, werde ich leider umgebracht. Das ist, also... Ich kann halt nun mal nicht alles preisgeben von dem, was mich hier irgendwie so... Also irgendwie betrifft, so, ne? Und wir haben hier die Space Station Infiltration. Infiltrator, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Infiltrate the space station to shut down the supercomputer. Es geht wieder los. Oha. Oh Gott. Was passiert hier denn? The League of Evil Scientists are back. Gain the trust to sneak into the compound. The first scientist jetpack doesn't work. Okay. Ist ja kein Ding, Alter. Du hast einfach das Problem, dass du es erstmal natürlich nicht functioning gemacht hast, ne? Aber dann halt auch nicht pink, nicht working, nicht... Gay, fly und auch nicht heavy. Das drin nehme ich dein Problem. Also nochmal, du solltest es fey machen. Du solltest es gal machen. Natürlich functional. So. Ich hab damit nichts zu tun. The evil Tenarian has a hard time finding animals in space. Show him an animal that can live without gravity.
Boom, Schakalaka. Wisst ihr, woher ich das weiß? Von meinen geheimen Space Whale Missions. Jetzt sind sie nicht mal geheim. Das nervt mich jetzt auch ein bisschen. The neuroscientist has had a hard time teaching this brain. Help fill it with knowledge. Gender sociologist. A genius sociologist. Hm. Aha. Jetzt haben wir da ein Soziologengehirn, quasi etwas, was die Welt nicht braucht. The robo hamster has grown. Nochmal zum Vorherigen. Heißt das, die beiden könnten nun einen Soziologenkongress abhalten? Man weiß es nicht. Hier. The robo-hamster has grown so much. Help the roboticist ride the robo-hamster. Ja, das ist ja halt auch kein Problem so an sich, ne? Du musst ja im Grunde ihn hier nur rideable machen. Bitch, was kannst du eigentlich? The barber has a fiendish haircut planned, but lacks the tools. Give him something to cut the emo boy's hair. Okay, reicht. Oha. Habt ihr das gerade gesehen? Die wurden gerade hier rausgebeamt. Wofür war das jetzt notwendig? The final room seems empty. Find a way to shut down the space station. Ja, also, nö, dann. Ich würde sagen, was ist denn hier mit der Job? Security Camera? Unfunctioning. Destroyed. Desert Rose. Burning. So geht das nämlich. Ich wette, wenn das jetzt passiert, dann habe ich die Mission verloren. So. Oh, scheiße. Captured. If the supercomputer gets disabled, the space station should lose power and the cage will unlocked. Supercomputer gets disabled this way. Aha, der Supercomputer, also. Was ist denn der Supercomputer? Das da? Hier, Digga. Erfüll deinen Job. Ja, war ganz schön krass, ne? Das würde mich jetzt stören, wenn ich du wäre. Wir haben es geschafft. Meine lieben Leute, 83. So, und jetzt, was wir jetzt machen, ist 1, 8, 8, 1, 2, 2. Was? Ah ne, das hat nur... Okay, alles klar, nichts gesagt. 1 und 8. 1 und 5. Aha, guck mal. Hier gibt's noch einen Starride. Das müssen wir jetzt aber hier... Ne? Oh Gott, ich habe die Befürchtung, dass hier irgendwas war, was ich gehasst habe. Wo soll denn der sein, sag mal? Hä? Jetzt ehrlich, wo soll das hier sein? Kann mir das ein Mensch beantworten? Hallo? Angeblich gibt's hier noch einen Starride. Wo soll er sein? Soviel zum Thema 100% Run, ne? Aber das hat jetzt was mit schlechter Programmierung zu tun, liebe Leute. Damit habe ich nichts zu tun.
Wenn ich hier nochmal alle anklicke, aber es wird wahrscheinlich auch nichts bringen, ne? Ne, irgendwie will das hier nicht, doch. Extinguished irgendwas, Raincloud. Wenn ich jetzt mal hier auf Reset gehe, einfach mal. Man kann ja alles ausprobieren, ne? Aber irgendwie... Tja, das nervt dann, ne? Nein. Egal, wir fahren fort. Mit der Überprüfung, ob wir auch alles geschafft haben. Bei dem einen geht's jetzt halt nicht, weil das Spiel dumm ist. Aber... Wie es aussieht... 1, 2, 3, 5, okay. Weiter geht's. 1, 1, 7, 7. 1, 8. 2, 2, 9. 1, 10. Aha. 2, 10. 1, 8. 2, 10. 1, 7. 1, 7. 3, 11. Das war schon mal, ja. Aha. 1, 7. 2, 11. 1, 8. 2, 10. 1, 9. 2, 10. 2, 5. 1, 7. 1, 9. Oh, und das hier haben wir doch komplett vergessen. Auf geht's. Wie konnten wir das vergessen, Leute? Wie ist das denn möglich? Wie konnten wir das vergessen? I need to help my kingdom with this shape-changing potion, but I need 3 more venomous ingredients. Du kriegst einen Scorpion. Du kriegst eine Snake. Erreicht dir das nicht? Du kriegst Oil. Motor ist ja giftig, so, ne? Du kriegst Plutonium. Poisonous Apple. Hier, Digga. So. Haben wir geschafft. Was hast du für ein Problem hier? Achilles seems to be catching up to the Tortoise, but he can't catch him. If only I could measure this race. Ja, das ist kein Ding, Alter. Du bekommst einfach eine Watch. So, da kannst du nämlich auf deinen... Ist doch vollkommen klar, oder? Was hast du hier für ein Problem? Lieber Turban? I can't carve a monument to the Pharaoh with just my bare hands. Es ist klar. Jeder gute Künstler hatte immer eine Lasergun dabei, um sein Meisterwerk zu vollenden. Brauchst du einen Chisel? Ja, das ist schon... Das sieht doch besser aus, oder? Also, ne, wenn das jetzt hier also nicht mal krass war, dann weiß ich auch nicht. I need to find a sandworm. They are attracted to sound. Du kriegst einen Concert, Alter. Gibt's nicht? Wie wär's, wenn ich dir Metallica gebe? Bringt auch nichts. Dann eine huge, loud Jukebox. Ein Sandworm, da ist er. Spuckt er hier aus, Alter? Spice. Ja, ist halt, was so ein Sandworm halt spuckt, ne? Wer kennt sie nicht? Die Spice-spuckenden Sandworms. My stage is a bit lifeless. Won't you help? Ja, klar. Die machen die einfach lively. Ne, ist ja voll klar. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das gerade gut war, was wir getan haben. Oder doch? Doch, ist ein netter Typ, offenbar. Du willst nichts. Und du? Help me summon a plague to scare off this grape. Ja, ist kein Ding. Du bekommst einfach eine huge mantis. Ihr seht, krasser Shit.
Ach, hier müssen wir jetzt nach unten, okay. Oha, hier geht's jetzt wohin? Ja, da waren wir ja schon. Ja, da waren wir ja schon. Soweit ich weiß. Tomb of the bla bla bla. Da sind wir ja gerade. Und da wär's hingegangen. Ja, ganz genau. Aber wir müssen ja woanders hin. Wir müssen hier noch ein paar Quests erledigen. Aber wo denn? Wer braucht denn hier noch meine Hilfe? Okay, es sieht ja so aus, als ob wir hier irgendwie mehr können müssen, als nein, ich wollte natürlich ein Spaceship haben. Ja, da rein sollte das ganz genau. Attacke. Ach, hier oben sind sie, die Schlawiner. Also zumindest einer. Was brauchst du denn? My weather-changing device broke. Help me impress the meteorologist by creating something, some unlikely weather. Ja, okay, du bekommst einfach einen Sandstorm. Oh, ich war... Dinge, die nur ich kann. Wenn du mit deinem Spaceship in den Dings fliegst, in den Sandstorm, dann passiert das halt. Wer hätte das denn schon ahnen können? So, und hier ist jetzt noch jemand mit einer Sphinx, natürlich, was auch sonst. Help me solve this riddle. What goes on four legs in the morning, two at midday, and three in the evening? Ach. Mann, oh Mann, oh Mann. War das schwer. So, und jetzt die Hauptquest. Da ist er. Mann, siehst du, Leute, zum Glück haben wir da nochmal, alles gecheckt. Ne, weil offenbar hatten wir noch was vergessen, du. Hat ja keiner geahnt. Keiner geahnt. Was passiert hier gerade? The bandit emissary tells you that her gang is coming to raid the village's crops. Maxwell needs to recruit help. Ich hab natürlich brauchen wir. Also, wir brauchen einen Knight. Hier, Digga. Wir brauchen deine Hilfe. So, hier bekommen wir noch mehr Hilfe, das ist auch super. Ein Samurai, oder was das ist. Ein Builder und alles Mögliche. Now an engineer has come to the village's aid. Help him by building the fortifications for the town. Ist kein Ding. Wir brauchen einfach einen Tower. Das reicht schon, ne? Peng! Ein ungeahnter Ausflug noch hier in den Orient, meine lieben Leute. Also, ne, wegen dem Level, was wir jetzt spontan entdeckt haben. Next, teach the villagers how to fight. Recruit someone who can instruct them. Na klar, du bekommst einfach einen Dojo Master. Einen Dozy Master. Hier. Er pennt zwar erst ein bisschen, aber das ist ja im Grunde auch nicht so schlimm. Der kann ja auch aufgeweckt werden. Was eine Klinge, Alter. Now recruit someone who can infiltrate the enemy camp and spy on them. Wer könnte das besser als einen tiny invisible spy? Gib dein Bestes, Alter. Viel Erfolg. Finally, prepare Maxwell with a weapon. Das kriegen wir hin, Alter. Aber erstmal müssen wir dich flying machen. Und fast, wie immer. Wir sind fliegende, schnelle Motherfucker. Mit einer Machine Gun. Ist ja vollkommen klar, oder? Bazooka will ich jetzt gerade spontan nicht nehmen, weil, ne, wenn ich jetzt von oben nach unten schießen sollte, dann... Ja, dann müssen wir jetzt also
Wir müssen uns jetzt wehren, ne? Attack, motherfucker. Erschossen. Ja, haben wir geschafft, oder was? Ja, haben wir geschafft. Peng. Jetzt checken wir weiter, liebe Leute. Continue. Ganz genau. Es kann ja immer sein, wie gerade, ne, dass man auf einmal was findet, womit man nicht gerechnet hat. Also 2 von 5. 1, 7. 1, 8. 0, 5. 2, 11. 1, 10. 1, 12. 2, 10. 2, 9. 2, 7. 1, 8. Hier können wir nicht hin. Und sonst gibt's hier auch nicht noch irgendwas Randomes, oder? Wo war das gerade, was mich so unzufrieden gestellt hatte? Was hier? 1, 7. Ja, das war hier die Fire Station, ne? Aber ich hab immer noch nicht ganz rausgefunden, was hier das Problem ist, ey. Das kann mir, glaube ich, auch keiner sagen, oder? Function, ne? So, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier gerade was schaffen, liebe Leute. Oha. Warte, wir machen den hier einfach mal working. Ich habe das Gefühl, dass wir schon mal gemacht haben, aber... Aber das ist es nicht, seht ihr? Schade, das ist es auch nicht. Ja, also Leute. Wir gehen jetzt einfach mal zurück zur Farm. Ansonsten kann ich halt auch nicht wirklich sagen, was das hier soll, so, ne? Hier, mach, löst das mal aus. Vollkommen klar. So, warte. Warum tropft es denn hier oben? Egal, ich glaube, wir können hier wirklich nichts mehr machen. Gehen wir mal zurück zur Farm. Ich glaube, da geht aber auch nicht mehr. Lass uns aussteigen. Hallo Papa, was geht? Edgar. Hallo Lilly, dich können wir nicht anklicken. Schön. Liebe Leute, wir sind am Ende angekommen. So mehr oder minder am Ende, weil deinen einen Quest kann man irgendwie nicht erfüllen. Aber alles, was wir tun konnten, haben wir getan. Mal ein kleines Resümee zum Spiel. Kann ich mir die Credits hier angucken? Ja, komm, hör auf. Data? Nein. Options. Credits. So, ich finde das immer ganz gut für einen Abgang. Also, liebe Leute. Ein 22-Part-Let's Play. Mit ganz viel Kreativität drin. Ich hoffe, dass sich das irgendwie den Ansprüchen, ja, denen an dieses Let's Play irgendwie so gestellt wurde, gerecht werden konnte. Ich finde, das Spiel ist an sich gut. Das Problem ist, dass... Oh, guck mal, Cthulhu. Dass durch die mangelnde Übersetzung ins Deutsche zum Beispiel das Spiel auf Deutsch einfach kaum spielbar ist. Weil wenn du mal irgendwie zum Beispiel ein Adjektiv nutzen wolltest, sowas wie rote Stiefel oder so, hat er schon nicht mehr verstanden und du musstest Rotstiefel schreiben. Das ist halt alles ziemlich poorly übersetzt, so. Und da jetzt mal ein Wortspiel mit reinzubringen. Ansonsten muss ich sagen,
wenn man genug Begriffe kennt, ist das Spiel tatsächlich unlimited. Dahingehend war ich sicherlich nicht zu kreativ. Wollte ich teilweise auch gar nicht. Allerdings finde ich die Lösung allerdings auch gar nicht so unlimited, wie einfach sein sollten bei so einem Spiel, was so viel Kreativität irgendwie anregen soll, wisst ihr? Ansonsten hat mir das Let's Play so mehr oder minder Spaß gemacht, aber Mitte fand ich es irgendwie langweilig, weil letztendlich ist es doch immer irgendwie dasselbe. Und wenn man sich nicht selber immer so den Reiz setzt, so, oh, jetzt kriege ich eine besonders kreative und witzige Antwort, dann wird das Spiel nun mal ziemlich schnell langweilig, finde ich. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr aufgefallen. Ich bin froh, dass es jetzt zu Ende ist auf jeden Fall, weil jetzt kommen viele geile Projekte, vor allem auf dem Super Nintendo Entertainment System. Serious Sam 2 wird bald kommen, der Second Encounter. Und ja, letztendlich muss ich sagen, ich freue mich, dass das hier vorbei ist und freue mich über alles, was noch kommen wird. Gebt mir bitte eine Rezension zu diesem Let's Play. Was kann ich noch besser machen, falls ich mal sowas Ähnliches spielen sollte? Oder, was habe ich schon vielleicht gut gemacht, damit ich das noch öfter machen kann? Also hier ist wirklich alles an Kritik willkommen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe. Dass es euch vielleicht sogar gefallen haben könnte. Und hoffe einfach mal, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, Basti spielt irgendein Spiel, was eigentlich für Kinder sein sollte oder könnte. Und er es entsprechend spielt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.